Frau, Mann, sind Sie vielleicht verdächtig? Ja, genau Sie. Ach, Sie haben nichts zu verbergen? Aha, interessant. Wirklich? Nichts? Und was schauen Sie sich im Internet so an und mit wem telefonieren Sie zwischendurch? Denken Sie doch noch mal ganz scharf nach. Denn ab Jahreswechsel werden alle Ihre Kommunikationsdaten gespeichert. Jeder Anruf, jedes Fax und jede SMS und natürlich alle Internetkontakte. Und beim Mobiltelefonieren auch, von wo aus Sie telefonieren. Vorratsdatenspeicherung nennt sich das. Und das europaweit. Eine 500 Milliarden Verdächtige, ohne besonderen Anlass und auf Vorrat. Ulrich Stoll über unsere schöne neue Zukunft als gläserner Bürger. Eines Morgens findet Holger Voss in seinem Briefkasten einen Strafbefehl. 1500 Euro soll der Computerexperte zahlen, weil er in einem Internetforum Gewalt gebilligt haben soll. Ein Missverständnis, wie sich bald herausstellt. Holger Voss will nun aber wissen, wie die Ermittler überhaupt auf ihn kamen. Denn er selbst hatte im Internet seine Adresse nie genannt. Über seine Internetadresse, die sogenannte IP-Adresse, wurde er identifiziert. Dann hat man herausgefunden, die IP-Adresse gehört zu dem Provider T-Online und hat dann bei T-Online nachgefragt, wer hatte zu dem bestimmten Zeitpunkt diese IP-Adresse. Und T-Online hat dann der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ich die IP-Adresse hatte. Die Speicherung dieser IP-Adresse ist aber illegal. Holger Voss muss mehrere Jahre lang prozessieren, um T-Online zu zwingen, seine persönlichen Daten zu löschen. Ein mühsamer Weg, bis ihm am Ende der Bundesgerichtshof Recht gibt. Es hat für mich 4 Jahre gedauert, bis ich erreicht habe, dass T-Online sich jetzt tatsächlich gesetzeskonform verhalten muss, zumindest in Bezug auf mich. Jetzt soll es in den nächsten Monaten so sein, dass Gesetze kommen, die das alles legalisieren, die noch viel mehr Überwachung ja nicht nur erlauben, sondern verpflichtend machen. Was deutsche Gerichte bisher verboten haben, soll jetzt Gesetz werden. Die Speicherung aller Verbindungsdaten von 80 Millionen Deutschen auf Vorrat. 6 Monate wird jede E-Mail-Verbindung, jede SMS und jedes Telefonat gespeichert. Angeblich, um Terroristen besser bekämpfen zu können. Dafür sollen alle unverdächtigen Bürger Eingriffe in ihre Persönlichkeitsrechte hinnehmen. Die Vorratsdatenspeicherung ist für mich der Inbegriff des Präventionsstaates, eines nicht mehr eingegrenzten Präventionsstaates, weil eben eine große Anzahl völlig unverdächtiger Bürger, alle Bürger, die Kommunikation betreiben, erfasst werden. Und im Grunde tragen wir hier die Fernmeldefreiheit in Europa zu Grabe. Angeblich zur Terrorabwehr wird künftig gespeichert, wer von welchem Anschluss aus wann und mit wem telefoniert. Und der Staat protokolliert, wann und von welchem Computer aus die Bürger E-Mails schicken und im Internet surfen. Dabei ist äußerst fraglich, ob Datenspeicherung gegen Terroristen wirklich hilft. Denn bekanntlich weichen Straftäter auf öffentliche Telefone aus, wenn sie ihre Datenspur verschleiern wollen. Oder sie loggen sich in Internetcafés ein. Mit der Vorratsdatenspeicherung, glauben Kritiker, können bestenfalls Kleinkriminelle gefasst werden, die zum Beispiel illegal Musikdateien herunterladen. In Belgien ist heute schon Gesetz, was Deutschland noch bevorsteht. Investigative Journalisten wie Marcello Faraggi müssen schon jetzt damit rechnen, dass die Polizei ihre Telefondaten ausspäht. Nicht nur die Nummer des Anrufers, auch der Standort des Handybesitzers wird erfasst. Faraggis Informanten, die ihn zum Beispiel über Missstände in der EU-Bürokratie unterrichten, sind jetzt in Gefahr, enttarnt zu werden. Jetzt ist es klar, dass also jede Kommunikation, jeder Anruf, jede E-Mail verfolgt wird, auch im Nachhinein dann Schlüsse gezogen werden können, sodass, wenn ich irgendwo einen Informanten treffe oder einen potenziellen Informanten, der mir sagt, ich habe da eine heiße Geschichte für dich, ich rufe dich morgen an, dann sage ich ihm, nein, ruf mich bitte nicht an und schick mir auch keine E-Mail, wir müssen das anders lösen, weil sonst Rückschlüsse und dann vielleicht auch seine Karriere gefährdet ist. Marcello Faraggi hat Konsequenzen aus der Speicherung seiner Verbindungsdaten gezogen. Er trifft seine Informanten nur noch an sicheren Orten, an denen die Polizei nicht so leicht mitlauschen kann. Noch ist in Deutschland die Speicherung der Verbindungsdaten aller Bürger verboten.
Doch Behörden und Ministerien sammeln schon heute heimlich persönliche Daten von Menschen, die über das Internet Kontakt mit Bundesbehörden aufnehmen. Berlin, März 2007. Das Bundeskriminalamt verdächtigt die linksextreme militante Gruppe eines Brandanschlags auf ein Bürohaus. Das BKA sucht die mutmaßlichen Täter auch im Internet. Jeder, der in den Wochen nach dem Anschlag das BKA anklickt, nach der militanten Gruppe sucht, wird erfasst, macht sich verdächtig. Es kann nicht sein, dass wenn ich heute ein Bundesministerium oder eine Bundesbehörde antelefoniere oder über den Computer besuche, um eine öffentlich zugängliche Seite einzusehen, dass ich dann damit rechnen muss, in eine solche Fangschaltung zu geraten und damit dann auch allen möglichen Ärger ausgesetzt zu werden. Auch andere Bundesbehörden speichern persönliche Daten ohne Rechtsgrundlage. Das musste Patrick Breyer erfahren. Der gelernte Jurist interessiert sich natürlich für Gesetzesvorhaben, auch für die geplante Vorratsdatenspeicherung. Folglich besuchte er die Homepage des Justizministeriums und fand heraus, dass seine persönlichen Daten gespeichert werden, ausgerechnet vom Justizministerium. Als Jurist habe ich mich auf der Informationsseite des Bundesjustizministeriums informiert über Gesetze, über Reden der Justizministerin und dort nach bestimmten Suchwörtern gesucht, habe dann aber feststellen müssen über die Datenschutzerklärung, dass jeder Klick, jede Sucheingabe von mir auf Vorrat protokolliert worden ist. Und es hat mich sehr gewundert, dass das Bundesjustizministerium praktiziert, weil das die Gesetze kennen sollte. Breyer verklagte das Justizministerium. Das zeigte sich uneinsichtig, unterlag aber in zwei Instanzen. Im Urteil des Landgerichts Berlin heißt es: Die Beklagte wird verurteilt, es künftig zu unterlassen, die personenbezogenen Daten des Klägers zu speichern. Eine Zurechtweisung für ihr Justizministerium. Doch bald wird sich Ministerin Tsipras auf ein neues Gesetz berufen können, obwohl erhebliche Zweifel an dessen Verfassungsmäßigkeit bestehen. Ein Interview mit Frontal 21 wird abgesagt, aus Zeitgründen. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder in mehreren Urteilen gesagt, man darf personenbezogene Daten nicht ohne Anlass zu noch unbestimmten Zwecken auf Vorrat speichern. Und dass die Politik das jetzt trotzdem macht, da nimmt sie sehenden Auges einen Verfassungsverstoß in Kauf. Ich würde sagen, das ist ein vorsätzlicher Verfassungsbruch. Die Regierung ist trotz mehrerer eindeutiger Urteile des Verfassungsgerichts entschlossen, die Daten von 80 Millionen Deutschen für Fahndungszwecke zu speichern. So kann die Polizei jederzeit dabei sein, weiß alles. Mit wem wir reden, an wen wir schreiben, wo immer wir sind. Und zahlen werden wir unsere Eigenüberwachung auch noch selbst über höhere Preise. Dafür will die Bundesregierung auf Anfrage unsere Daten auch noch an 52 andere Staaten weitergeben.